Leute, ich bin mal wieder beim Jochen in Morsbach und wir sehen hier den Tank in einer sehr guten Verfassung. Ich bin total von den Socken, wie klar das Wasser ist, wie schön sich die Fische, die ich mit Jochen zusammen ausgesucht habe, das habt ihr überhaupt nicht mitgekriegt, wir waren Fische aussuchen, die haben sich hier wirklich hervorragend eingelebt. Und es ist richtig was los im Becken, auch wenn die großen Skalare noch nicht da sind. Aber die werden ja auch noch kommen. Kommen wir ganz kurz zu den Fischen, die wir ausgesucht haben. Wir haben hier eine größere Gruppe Kirschflecksalmler. Ich meine, es waren 50. Wir haben genauso 50 schwarze Phantomsalmler. Es sind ungefähr 100 Neons, glaube ich, in den Becken drin. Es sind nicht nur ungefähr, es sind 100 Neons in den Becken drin. Wir haben sehr, sehr schöne kleine Panda-Panzerwälse, die hier auf dem Sand rummümmeln. Man sieht auch überall die kleinen Löchlein, wo die da so immer am Graben sind. Genauso haben wir Sterbai-Panzerwälse. Es sind ein paar Algenfresser drin, nämlich hier Gara flavatra. Wir haben einen Haufen Ottos, die auch richtig schön dick und fett sind. Ne? Ja. Sehr schön. Ja, ich sehe hier gerade einen. Was haben wir noch? Blaue Peru-Salme, richtig? Ja, auch sehr schön. Und alle stehen hier vorne unterm Futterautomaten und warten, dass es was zu essen gibt. Hier sind verschiedene Apistogramma-Arten noch drin. Es ist Vietta da, es ist Agassizi da. Und hatten wir nicht auch Panda oder so? Genau. Pandas auch. Da werden wir mal gucken, ob wir den einen oder anderen, da sehe ich gerade einen, auf die Kamera kriegen. Was wir jetzt heute machen, ist, wir werden die finale Beleuchtung installieren, weil so wie es jetzt gerade ist, sind die Pflanzen in so einem Minimalzustand, können nicht so richtig wachsen, wie sie eigentlich wachsen sollten. Und es wird auch wirklich Zeit für die ein oder andere von denen, dass mal richtig Licht drauf kommt. Das werden wir auf jeden Fall heute machen. Wir werden mal probieren, dieses graue Rohr hier aus dem Becken zu nehmen, weil das gehört da ja eigentlich gar nicht rein. Der Ast, der sollte sich einigermaßen vollgesogen haben und dann probieren wir gleich einfach mal aus. Und was machen wir noch, Jochen? Ein bisschen Pflanzen schneiden, ne? Ja, wir werden ein bisschen Pflanzen schneiden auf die allgemein bekannte Art und Weise, wie ich das so mache. Mit blanker Gewalt sozusagen. Genau, da werden wir uns heute noch dran begeben und vor allen Dingen aber auch euch das Becken mal ein bisschen zeigen und auch nochmal über die Filterung drüber gucken. Da war ich gerade schon mal eben drin, scheint gut zu klappen. Und ja, vielleicht besprechen wir noch das ein oder andere so, was sich hier so ergeben hat. Aber ich würde sagen, wir legen mal los. Zeit ist Geld und die Lampen müssen schnell drüber, damit die Pflanzen gut wachsen. Deswegen fangen wir mal an. Der Plan für die Aufhängung ist folgender. Der Jochen, der hat hier so Profile besorgt. Das sind so, was sind die? 20x20, ne? Hm? Ja, genau. Und da sind Nutensteine für da, wo wir die Lampen dran aufhängen werden. Dann kann man die nämlich so rechts, links verschieben. Und die werden wir in zwei Reihen über dem Becken montieren. Und zwar von hinten 30 cm und dann zwischen den 30. Also, dass es leicht hinten orientiert ist. Die beiden Reihen, also ne, 30-30. Jetzt haben wir gerade überlegt, wie machen wir das? Die Schienen bohren und dann eine Schraube durch, funktioniert nicht, weil dann kann man die Nutensteine nicht mehr verschieben. Deswegen gehen wir jetzt hin und drehen direkt die Schrauben in die Decke, weil die können hier nicht raus. Da müssen wir nachher mal gucken, dass das Ganze nicht so wackelt. Ein bisschen spielen mit der Entfernung des Schraubenkopfes von der Decke, aber das testen wir jetzt einfach mal. Dafür hat der Jochen einen Laser. Laser ist immer gut. Pass auf, dann machen wir hier vorne einen Punkt hin, damit ich nicht immer hin und her rennen muss. Was hast du gesagt? Die sind 1,80 die Schienen. 1,70. Dann ist das Punkt 2 für dich. Dann gehe ich jetzt noch da hinten. Da muss jetzt ganz sensibel sein. Noch einen Zentimeter zur Wand hin. So, wir haben uns jetzt hier schon mal mit einem Laser, den ich irgendwie nicht drauf kriege, Punkte angezeichnet, die wir jetzt gleich bohren werden. Und noch eine Reihe machen und dann läuft das auch schon hier. Schienen hängen, sind auch fast Sinze, haben wir gerade festgestellt. Wirklich fast Sinze. Ja, klar, also über dem Becken irgendwie gebohrt, ne? Ist ja 1,12 Meter tief. Da kann man jetzt auch nicht die Hochpräzision erwarten, zumal in Betonbohren ist eh immer nicht so das Präzisionsding. Da war, glaube ich, gerade ganz happy, dass das überhaupt geklappt hat. Und die sitzen richtig fest, die Schienen.
Also wenn jemand mal sowas machen möchte, das klappt echt ganz gut. Die wackeln gar nicht doll, aber runter können sie gar nicht auf jeden Fall. Das geht nicht. Also echt eine coole Sache. Und dann werden wir jetzt mal die Nutensteine einsetzen, eben die Aufhängung befestigen. And then we got it. So, Jochen ist hinten voll in Action. Wir haben jetzt hier die Lampen aufgehangen. Alles ein bisschen provisorisch. Die Verkabelung muss dann noch ordentlich gemacht werden mit Kabelkanälen. Haben das jetzt gerade mal nur so hochgebunden, dass das nicht alles im Wasser hängt. Und ich glaube, man wird relativ erstaunt sein, wenn dann gleich das Licht angeht, weil das sieht echt richtig fett aus mit den 7 Lampen. Ist schon eine geile Nummer. So, wir haben Licht. Und wir sind ziemlich happy. Jetzt gerade haben wir auch Reflekte hier in der Scheibe. Das werden wir aber nachher nochmal ändern für euch. Aber man sieht jetzt echt, ja, wie schön hell das ist. Wir haben so ein bisschen schattige Bereiche hier. Aber hier die Spots, wo die Pflanzen sind, sind richtig gut ausgeleuchtet. Jetzt müssen wir hier noch hingehen und mal alles schneiden. Also hier Rutala schneiden, Limnophila schneiden. Da hinten ein bisschen was wegnehmen. Das Rohr auf jeden Fall mal probieren zu entfernen. Aber ja, an sich sollte das jetzt überhaupt kein Problem mehr sein, dass wir hier einen richtig schönen, dicken Busch Pinnatifida uns ranzüchten können. Wie gesagt, die Rotala werden wir gleich nochmal trimmen und nochmal nachsetzen auch, weil die ist zwischendurch so ein bisschen kahl. Man sieht das hier, da sind die einzelnen Stränge, die ich gepflanzt habe. Da sind auch richtig Lücken dazwischen, die setzen wir gleich mal nach. Dann wird das richtig, richtig gut kommen. Und ich finde auch dieses Fenster hier von der Seite ist einfach richtig gut. Hammer. Wir haben Licht, es läuft und wir gehen an den Pflanzenschnitt ran. Pflanzenschnitt ist bei so einem Becken immer nicht ganz so einfach. Muss man erstmal gucken, wie das alles so funktioniert. Wir fangen einfach mal an hier mit der Rotala. Da würde ich jetzt hingehen, also ich würde niemals hingehen bei so einem großen Pott und viele Pflanzen gleichzeitig schneiden und dann einpflanzen, sondern immer schön Pflanze für Pflanze. Sonst kommt man nämlich echt durcheinander und dann treibt das irgendwo nach hinten. Hier haben wir jetzt auch relativ viel Oberflächenströmung drin. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie wir das machen. Aber grundsätzlich jetzt wäre das so, dass wir das im Moment in der Höhe hier abschneiden. Da kommt man auch noch mit der Schere ganz gut dran. Und dann sollte man sich den Busch direkt schnappen, bevor der sich überall im Becken verteilt. Den können wir nämlich genau so auch wieder einpflanzen. Und jetzt so ein paar Halme, die sind ein bisschen länger, glaube ich. Die nehmen wir uns mal wieder dabei. Übrigens ist ein neuer Kameramann am Start. Der Jochen ist hier im Film gerade. Weil sonst wird das alles ein bisschen schwierig werden. Und ich denke mal, das kann man so in der Länge, können wir die einfach so wieder einsetzen bei dem Becken. So Jochen, dann nimmst du immer hier so ein paar Stängel. 5, 6, 7 Stück. Wir sind ja hier nicht im Nano-Aquascaping-Bereich, da kann man ruhig mal ein bisschen auf die Kacke hauen mit den Stängelchen. Und dann drückst du die einfach wieder da rein. Und jetzt haben wir hier so leere Stellen dazwischen. Das machen wir jetzt aber nicht. Kleine Planänderungen. Wir legen uns die erstmal hier irgendwo hin an die Seite, weil sonst sind die uns die ja gleich im Weg. Das macht dann überhaupt keinen Sinn. Wir legen uns das mal alles hier so hin und schneiden erstmal Gebüsch für Gebüsch. Du siehst jetzt ja schon, wenn du mal unten guckst hier, die sind relativ kahl unten schon. Ne? Das ist, weil du die hast so hoch wachsen lassen. Unten sind die dann nicht mehr so ansehnlich. Das liegt aber daran wirklich, wie hoch du die wachsen lässt generell. Ne? Wenn du jetzt zwischendurch mal vorher schneidest, dann ist das eigentlich nicht so das Problem. Und dann nimmst du die eigentlich nur mit der Zange hier, immer so einzelne Büsche. Wie gesagt, das ist jetzt etwas grober als bei einem kleinen Becken. Und dann füllt man einfach immer da auf, wo gerade ein bisschen was fehlt. So, und den Formschnitt und sowas, das kann man dann alles später machen. Jetzt geht es erstmal darum, ordentlich vermehren. Ne? Mhm. Dann haben wir das schon mal fertig. So, jetzt zeige ich dir mal eben, wie man die Pinnatifida schneidet. Das hat ja hier vorne ist so ein, wie so ein Messer dran. Siehst du das? Ja. Genau, und dann gehst du einfach nur hin
Das ist der Vorführeffekt wahrscheinlich. Ja. Dann kannst du die wieder einstecken hier. Genau, und dann einfach auch überall hinstecken. Den würde ich mal lassen. Generell müsste man die jetzt alle noch nicht schneiden, aber die sind jetzt unten nicht so schön, ne? Weil die so ein bisschen kahl sind. Dann können wir hier noch so ein paar Lücken gerade mal. Ja, komm, das mach ich von vorne. Der Rotala-Busch, der sieht jetzt ziemlich wild aus, aber die richten sich dann so in den nächsten Tagen alle auf, dass die schön gerade wieder sind. Und ich sag mal so, in ein oder zwei Wochen sind die alle angewachsen, haben alle neue Wurzeln und dann kannst du die auch schneiden wieder. Dass die dann alle die gleiche Höhe kriegen und dann können sie schön hochkommen. Ich glaube, so den nächsten Rückschnitt, den kannst du nochmal so in ein paar Lücken reinsetzen, aber ansonsten auch einfach wegschmeißen. Schneidest du nochmal relativ weit runter, da kannst du ruhig nur so 5, 6, 7 cm stehen lassen. Dann kommen die alle neu und hast du in zwei Wochen wieder richtig schönen runden Busch dann. Ne? Muss man einfach zwischendurch mal rabiat dran gehen. Sieht dann ein bisschen blöd aus, aber bei so großen Becken macht das eigentlich keinen Sinn, da so Feinheiten sich da drin zu verlieren, weil da wirst du verrückt bei. Ne? Wenn du hier anfängst, da irgendwie einzelne Halme zu schneiden und sowas, dann machst du ja mal nichts anderes mehr. So, wir sind fertig für heute. Licht ist installiert, Pflanzen sind geschnitten und ich finde, der Gesamteindruck vom Becken ist auch direkt ganz, ganz anders. Wir haben jetzt einen schönen Kringeleffekt hier drin durch die Radions, die ja doch sehr spotlastig sind. Wir haben wirklich fette Lichtzonen drin, wo die Pflanzen wachsen können. Wir haben ein paar schattige Zonen, wo sich auch die Fische so ein bisschen aufhalten können. Ist auch total geil in den Becken zu sehen, wie wirklich sich so kleine Schwärme von Fischen bilden, die dann irgendwie so durch die Gegend ziehen. Das sieht man in einem 200-300 Liter Becken überhaupt nicht, gibt es gar nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das hier weitergehen wird mit dem Becken, also wie das sich entwickelt und wie die Pflanzen wachsen und wo das alles so hingeht. Da sind wir ja so ein bisschen variabel drin. Jetzt bellt gerade ein Hund, aber es ist halt so. Da sind wir ja so ein bisschen variabel drin, wie die Gestaltung dann hinterher abläuft. Es können mal neue Pflanzen dazukommen, es könnte mal ein bisschen was anders gesetzt werden. Das ist eigentlich immer das Schöne, wenn man so eine fette Pflanzenmasse dann auch hat, dass man da immer schön viel dran ändern kann und nicht so richtig festgelegt ist mit dem ganzen Drum und Dran. Fischmäßig sehen wir, wir haben hier unheimlich viel Fisch vorne an der Scheibe. Die sind überhaupt nicht scheu. Beim Rauskäschern von den Pflanzen ist uns auch gerade schon einer mit ins Netz geschwommen. Da muss man dann auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass man bei dieser Menge auch von kleinen Fischen nicht dauernd irgendwie welche wegfängt. Ich gehe mal fast davon aus, dass wenn hier richtig große Skalare reinkommen, sich das ganze Verhalten von den kleineren Fischen eventuell ein bisschen ändern könnte. Wäre auf jeden Fall ja eigentlich schön, wenn das alles so ein bisschen auch zusammengesetzter ist. So ist jetzt ja wirklich alles verteilt. Ich meine, es sieht klasse aus. Wir haben hier so Panzerweltschwärme, die wirklich gerade an der Rückwand langziehen. Total gut. Wirklich einmalig so ein schönes Becken im Wohnzimmer zu haben. Bin ich jetzt auch ein bisschen neidisch. Ich glaube, ich fange gleich mal an abzureißen und was anderes. Vielleicht gucken wir uns jetzt noch mal eben die Technik an, weil das sieht jetzt auch alles schon so ein bisschen anders aus. Die ganze Filteranlage ist in Betrieb. Ich würde sagen, wir gehen mal eben rüber. So, im Technikbereich hier. Wir haben hier gerade die Netzteile von den Radions abgelegt. Das wird natürlich alles noch irgendwie geordnet. Die Überlegung ist hier dann einfach ein Regalbrett hinzumachen, wo man die alle schön hinlegen kann. Die Kabel kommen hier vom Aquarium an. Und ich denke, das wird sich schon empfehlen, da irgendwie hier was Ordentliches hinzumachen, dass man das alles fein säuberlich sortieren kann. Im Grunde genommen sehen wir hier, Clarity-Filter läuft, ist der 32er Ablauf, der dann einfach neben dem 50er Ablauf hier auch noch einen Teil wegnimmt und eine Feinfilterung übernimmt. Ansonsten geht das hier alles so durch. Wir sehen jetzt hier einen ganzen Haufen Pflanzenteile, die hier gerade durch die Gegend fliegen. Die kommen einfach von dem Pflanzenrückschnitt eben, gehen dann oben über den Kamm und unten über die Absaugung mit drüber. Und landen dann hier drin, bleiben in der ersten groben Filtermatte hängen. Dann haben wir hier immer feinere Filtermatten. Hier ist ein Vlies davor, was auch schon richtig schön zu ist mit ganz feinem Zeug. Und hier hinten in der letzten Kammer, da bleibt echt fast gar nichts mehr übrig, würde ich sagen, von dem ganzen Dreck. Sondern wir haben nur noch richtig schön sauberes Wasser. Was man, finde ich, auch extrem sieht drüben. Also ich war eben überrascht, wie schön klar für so einen dicken Tank auch mit Panzerwelsen das Wasser war und ja, das ist eine feine Sache. Mit dem Heizer hier klappt, ja, genau, hier ist der angeschlossene Titanheizer,
der direkt mit an dem Wassertank dranhängt. CO2 läuft auch soweit. Kriegen wir den Wert hier schön auf 6,7 gehalten. Du hast eine Carbonatwerte von 3, glaube ich, ne? Hm, perfekter Wert, super gut. Ja, UV läuft auch, ne? Hast du an im Moment. War ein bisschen milchig zwischendurch das Wasser, hast du gesagt, aber ist jetzt auch wirklich, wirklich schön klar. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es. Gehen wir nochmal eben rüber. Und dann ist Feierabend. Gut, Jochen hat eben gesagt, dass ich wohl nicht das letzte Mal hier gewesen sein werde, sondern wahrscheinlich muss ich nochmal beim Pflanzenschneiden dann auch helfen. Da freue ich mich sehr drauf und sag mal, ich bin jetzt mal raus. Feierabend, langer Tag. Ciao.